Grüß Gott und herzlich willkommen bei Lässig Kochen mit Joe Wassel. Sie kennen das sicher alle, Sie wollen daheim was kochen für Ihre Lieben, ganz was Feines und dann stehen Sie da mit so einem Fadenrotz, den keiner fressen will, weil Sie wieder mal zu blöd waren zum Kochen. Jetzt zeige ich Ihnen einfach einmal drei Gerichte, die in der modernen Küche gerne mal versaut werden. Das ist da zum Beispiel eine aufgeschmolzene Brotsuppe, bestehend aus Wasser, einem altbacken Brot, Zwiebeln und was weiß ich. Und da haben wir noch ein Bauernfrühstück, Kartoffel, Eier, ein fettes Wammerl und was sie sonst noch an Unrat seit Wochen in der Küche umeinander flacken haben. Da haben wir die Nachspeise, das ist Mehl, Milch und naja, ein Zucker, den wir halt noch nicht. Gewürzt wird das Ganze mit Salz und Pfeffer und dann wundern sie die Deppen, dass der Bampf schmeckt wie Arsch und Friedrich. Da habe ich jetzt Abhilfe geschaffen. Jetzt gibt es ein neues Produkt aus der Joe Wassel Gewürzlinie. Das ist der Knoblingwer-Doppeldecker in der praktischen Gewürzmühle. Da drin, da ist ein Ingwer, da ist ein Knoblauch drin, naturbelassen, ohne Geschmacksverstärker. Da brauchen Sie gar keine Geschmacksverstärker, weil da haut sich einer so ein Knierschein Meter weit nach vorne. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie man aus dieser faden Drehlache eine wohlschmeckende Suppe zaubern kann. Jetzt schauen Sie mal her. Aha, da lacht das Feinschmeckerherz. So, jetzt. Rosinerl. Probieren? Lieber hau ich mir halt letztens ans Tischeck hin. Jetzt hast du es genau benannt. Jetzt hast du es aber sowas von genau benannt. Friss! Mir wird schlecht. Ja, was ich sag, gar nicht schlecht. Und jetzt zeig ich Ihnen nur, dass man sogar aus diesem Bauernbatz wirklich was zaubern kann, das derartig wunderbar schmeckt, dass sogar die Schwarte das Krachen vergisst. Jetzt schauen Sie mal, ja? Nauf mit den Burschen. Oh, da kann ja gar nicht zu früh hinaufgehen. Jetzt schau, hau nein! Dafür werde ich aber nicht bezahlt. Red keinen Schmarrn, Rosina, du wirst sowieso überhaupt nicht zahlt. Und? Wie schmeckt's? Ich glaub, die Kloschüssel hat nach mir gerufen. Ja gut, aber schick dich, weil du musst ja danach die Nachspeise noch probieren. Also Rosinerl, mach halt immer ein bisschen Gaudi, gell? Aber geschmeckt hat sie ja ganz gut. Das habe ich am Glanz in ihren Augen gesehen. Hey Rosinerl, das war ganz gut. Ja. Die Knoblingwer-Gewürzmühle, der Knoblingwer-Doppeldecker darf in keiner Küche fehlen. Ich sage euch, wenn schon einen Dreck fressen, dann wenigstens gut gewürzt. Nur Gutes aus dem Hause Wassel.